Bei diesem Video geht es um Fehlerminimierung durch die Leistungsbeurteilung und Mitarbeiterförderung. Idealerweise ist das in den Führungsgrundsätzen beschrieben und wird durch alle Vorgesetzten mit allen Mitarbeitenden von der Unternehmung durchgeführt, um Geld zu sparen. In der heutigen Zeit sind die Margen knapp und die Unternehmung muss alles unternehmen, für die Kosten zu reduzieren. Jeden gesparten Franken trefft ihr wieder im Cashflow an. Wisst ihr, wie viel Geld ihr für Fehler ausgeht? Mit geeigneten Instrumenten können wir das mit euch zusammen ermitteln. Durch ein gezieltes Fehlermanagement werden die Leistungen der Mitarbeitenden beurteilt und verbessert. Mit jeder Verbesserung kann sofort Geld gespart werden. Die Leistungsbeurteilung erlaubt den Abgleich von den gegenseitigen Vorstellungen und Erwartungen, gibt ein Feedback in allen Einzelheiten über die erbrachte Leistung, gibt die Möglichkeit von einer mitarbeiterbezogenen Personalentwicklung, führt zu qualifizierten und transparenten Personalentscheidungen, führt zur Fehlerminimierung oder mit zu Kosteneinsparungen. Was wird jetzt beurteilt? Die Arbeitsleistung, also die erbrachte Leistung in der Vergangenheit am Arbeitsplatz, die in der Funktionsbeschreibung definiert ist. Jede Aufgabe wird auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilt. Die Gründe, die zur Punktzahl geführt haben, werden beim Mitarbeitergespräch diskutiert und abgeglichen. Dabei ist es wichtig, sachliche Argumente und Feststellungen zu brauchen. Kompetenzen und Verhalten bei der Arbeit. Sind die fachlichen Fähigkeiten so, dass sie zu einer guten Leistung führen können? Entsprechen die sozialen Fähigkeiten der Unternehmenskultur und tragen sie zur Zielerreichung bei? Leistungsverbesserung und Potenzial. Inwiefern soll die Leistung verbessert werden und auf welche Art und Weise kann das durch einen Vorgesetzten unterstützt werden? Wie sieht der weitere Verlauf der Karriere der Mitarbeiterin oder vom Mitarbeiter im Betrieb aus? Es ist sehr wichtig, dass eine planmäßige Beobachtung der Leistung geplant und durchgeführt wird. Jeder Vorgesetzte macht sich dazu eine schriftliche Planung mit regelmäßigen Zeiten und den Leistungspunkten, die beurteilt werden. In seinem Kalendersystem, ob es jetzt ein Büchli ist oder ein Computer, ist egal, trägt er ein, wenn er sich kurze Einträge zu den Leistungen von seinen Mitarbeitenden notiert. Jeder Vorgesetzte ist sich auch bewusst, dass seine Wahrnehmung subjektiv ist. Er kann mit seiner Beurteilung auch falsch liegen. Darum ist es wichtig, sachliche Argumente und Ergebnisse festzuhalten. Auf keinen Fall soll eine Beurteilung vorschnell sein. Spontane Meinungen sind eher durch subjektive Verfärbungen beeinflusst. Und jetzt zur Beurteilung selber. Erstellt ein Beurteilungsblatt, wo alle Aufgaben und Beurteilungskriterien und ein Beurteilungsraster und genügend Platz für Notizen drauf sind. Wegen der unterschiedlichen Aufgaben und Kriterien ist pro Funktionsbeschreibung ein separates Blatt zu erstellen. Es sieht ein bisschen nach viel Arbeit aus, aber das Blatt kann dann für alle Personen mit dem gleichen Job verwendet werden. Gebt dem Mitarbeiter ein Exemplar mit dem Auftrag, sich selber zu beurteilen. Idealerweise etwa 10 Tage vor einem Besprechungstermin. Reserviert euch rechtzeitig einen Raum für die Besprechung. Ihr solltet ungestört während ca. einer Stunde arbeiten können. Begrüsst den Mitarbeiter kurz und anerkennt generell seine Mitarbeit in der Unternehmung. Bleibt unbedingt ehrlich. Geht jetzt ein Punkt für Punkt durch und lasst immer zuerst den Mitarbeiter sich selber beurteilen. Anschliessend sagt ihr ihre Meinung und klärt mit dem Mitarbeiter, wenn sich Differenzen in der Beurteilung ergeben. Notiert in der Skala, wie sich der Mitarbeiter selber beurteilt. Nachher geht ihr zum nächsten Punkt. Lass den Mitarbeiter auch vorschlagen, in welchen Bereichen seine Leistung besser werden sollte und welche Massnahmen zu treffen sind. Es ist die Aufgabe des Vorgesetzten, einem Mitarbeiter in der Leistungsverbesserung zu helfen, ihn zu unterstützen. Vereinbaret konkrete Massnahmen und Termine.
Macht am Schluss eine Zusammenfassung und unterschreibt zusammen mit dem Mitarbeiter die Vereinbarung. Notiert alle vereinbarten Termine in eurer Agenda. Und hier noch die Voraussetzungen, Mitarbeiterförderung erfolgreich durchzuführen. Eine Verankerung der Leistungsbeurteilung in den Führungsgrundsätzen der Unternehmung. Es braucht für jede Stelle eine Funktionsbeschreibung, wo die Aufgaben beschrieben sind. Aber bitte keine Tätigkeitslisten. Wirklich Aufgaben formulieren. Meistens länger 5 bis 6 kurze Sätze, die Aufgaben zu beschreiben. Seid ihr interessiert am Geldsparen oder Einführung der resultatorientierten Führung? Ich gebe euch gerne mehr Informationen zu diesem Thema, wo man eigentlich nicht mehr darauf verzichten kann. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.